Herzlich willkommen! Heute machen beide Schulklassen einen Ausflug ins Museum. Es sind insgesamt 45 Kinder. Der Eintritt kostet 1,60 Euro pro Kind. Wie viel kostet der Eintritt für alle zusammen? Lass uns das schriftliche Multiplizieren mit Kommazahlen wiederholen. Normalerweise lautet unsere Rechnung 45 mal 1,60 Euro. Beim schriftlichen Rechnen tun wir erstmal so, wie wenn die Kommastelle nicht da ist. Wir denken also, dass wir 45 mal 16 rechnen. Jetzt rechnest du wie gewohnt. 1 mal 5 ist gleich 5, 1 mal 4 ist gleich 4, 6 mal 5 ist gleich 30, 0 an, 3 gemerkt. 6 mal 4 ist gleich 24 plus 3 ist gleich 27. Beide Ergebnisse werden wieder addiert. 0 plus 0 ist 0. 7 plus 5 ist 12. 4 plus 2 plus 1 ist 7. Das Ergebnis lautet 720. Doch wo muss jetzt das Komma hin? Dafür zählst du die Kommastellen in der Rechnung. Oben haben wir eine Kommastelle. Die behalten wir bei und setzen unten auch eine Kommastelle. Das heißt, das Komma setzen wir an der vorletzten Stelle. 72,0. Das heißt, der Eintritt für alle 45 Kinder kostet zusammen genau 72 Euro. Lass uns noch eine Aufgabe rechnen, diesmal mit mehr Kommastellen. Wir schreiben die Aufgabe wieder auf und ziehen einen Strich. Wir rechnen ganz normal und ignorieren die Kommas. 2 mal 1 ist 2, 2 mal 2 ist 4, 2 mal 1 ist 2, 3 mal 1 ist 3, 3 mal 2 ist 6, 3 mal 1 ist 3. Wir addieren wieder. 3 plus 0 ist 3, 2 plus 6 ist 8, 4 plus 3 ist 7, 2 plus 0 ist 2. Jetzt zählen wir wieder die Kommastellen. Hier haben wir zwei Kommastellen, hier eine. Wie viele brauchen wir denn dann im Ergebnis? Genau. Du addierst alle Kommastellen der Aufgabe, das heißt, zwei Kommastellen plus eine Kommastelle bedeutet im Ergebnis drei Kommastellen. Das Komma setzt du also an der drittletzten Stelle. 1, 2, 3. Somit lautet das Ergebnis 2,783. Ich bin mir sicher, jetzt bist du ein wahrer Experte im schriftlichen Multiplizieren. Du kannst sogar mit Kommastellen umgehen. Ganz viel Spaß dabei!